Leute, willkommen bei Tupac VR. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir befinden uns hier auf einer Raumstation und hier ist einiges im Argen. Wir müssen es reparieren und das ist so im Groben die Story. Willkommen bei Detached. Also wir sind die ganze Zeit im Raumanzug und müssen uns ja durch die Raumstation und auch draußen bewegen. Ist echt nichts für schwache Mägen, also ich habe eben mal das Tutorial so gemacht und wenn man sich dann die ganze Zeit so ein bisschen dreht, ist schon heftig. Aber ich möchte euch das trotzdem vorstellen, weil eigentlich echt ein cooles Game. Auch Menü und so weiter ist alles in Deutsch, außer die Sprachausgabe natürlich nicht, die ist in Englisch. Aber trotzdem, alles andere ist in Deutsch, auf diesen Monitoren, die man hier findet, ist alles in Deutsch beschrieben. Also für die Leute, die Englisch so ein bisschen meiden, sag ich mal, oder nicht mögen, ist das auch perfekt. Aber man muss echt mit einem guten Magen ausgestattet sein. Ich würde sagen, wir legen mal los und viel Spaß. Things did not happen according to plan. Then again, out here, nothing ever does. It was supposed to be a simple salvage operation. Okay, last one, locked and loaded. Great, let's get out of here. An easy score, if you have the right ship. I'll hit you right with the cargo. Okay, starting the countdown. But in space, nothing is ever simple. The sensors are acting up. It seems like the hub just attached. Damn, give me a sec. I'll check it out. This is strange. I thought I locked this. Okay, sensors are green. Hurry back. 19, 18, 5, 4, 3, 2, 1. Things did not happen according to plan. What the? Then again, out here, nothing ever does. Okay, wir sind in unserem Status update. Anzug. Communication relay. Wie ihr seht. Communication offline. Reactor chamber. Power offline. Power relay. Transmitters offline. Power inverter. Inverter offline. Emergency bay. Pod launcher offline. Ist hier überhaupt irgendwas aktiv? Alter. Thrusters activated. Use airlock to exit the hub. Schubdüsen. Also wir können mit dem linken Stick die Schubdüsen aktivieren. Rechts. Mit dem rechten können wir uns hin und her bewegen. Wie ihr seht, wir drehen uns gerade komplett. Man kann auch diesen Kreis, der sich zusammenzieht, ausschalten. Können wir ganz kurz schauen, auf wie viel Prozent er steht. Muss mal ganz kurz gucken, wo das Menü jetzt war. Das war hier. Auf 37 kann es mal ein bisschen runter machen. Aber darf echt nicht zu weit runter, weil hier hilft es extrem gegen Motion Sickness, muss ich zugeben. Normal bin ich überhaupt kein Freund davon. So, da sollen wir hin, was können wir machen? Not enough NANDs. Find a NAND to power up airlock. Okay, wir sollen eine NAND finden. Oben wird uns ein Pfeil angezeigt. Ah, da, okay. Fliegen wir mal dahin. Also wir haben auch einen Treibstoffvorrat hier im Helm und einen Sauerstoffvorrat. Und wir können die Dinger wohl immer irgendwo finden. Oh, das Kraftfeld sieht nicht gut aus. Ja, wir kommen nicht da durch. Okay, dann müssen wir uns einen anderen Weg suchen. Boah, das ist schon heftig, ne? Okay, da wird uns links gezeigt.
Junge, Junge. Also Lone Echo ist da ein bisschen gnädiger mit einem, aber obwohl man bei Lone Echo das ja auch einschalten kann, dass man sich komplett drehen kann. Okay, wir haben NAND. Jetzt können wir uns wahrscheinlich hier das Kraftfeld, hier ist auch so eine Steuertafel, deaktivieren, genau. Grün, wir können durch. Also wenn ich im Kamerabild immer so ein bisschen hin und her schwenke, dann müsst ihr verzeihen. Das liegt daran, dass mein Körper gerade total durcheinander ist. Airlock activated. Ready to use. Okay. Ich bin gespannt, ob wir gleich rauskommen. Wie das da draußen aussieht. Oh, das sieht schon gut aus. Aber das sieht aus wie so ein Kraftfeld auch. Oh, da hinten liegt was. Gucken, was das ist. Sauerstofftank, okay. Okay, da ist wieder ein Kraftfeld. Wir drehen uns mal. Boah, Alter. Also hier darf man echt nicht zimperlich sein. Ansonsten echt cool, die Steuerung funktioniert ganz gut, auch wenn es ungewohnt ist. Grip-Taste links ist Bremse. Kraftfeld deaktivieren, so. Da ist wieder eine Konsole, schwenken wir mal dahin. Wow. Verlassen, das sieht gut aus. Also ich glaube, wir kommen gleich raus. Und wieder rumschwenken. Wow. Das sieht doch mal genial aus, oder? Wow. Also cool ist natürlich auch, dass man wirklich denkt, man ist in so einem kompletten Raumanzug, weil man kann nur eine gewisse Sachen sehen. Alles andere lässt das Ding nicht zu. Wir drehen uns jetzt mal und gucken mal, in welcher Station wir da drin saßen. Don't worry, I didn't forget about my space sloth. Here's the plan. You need to access the escape pod in the emergency bay. Unfortunately, sensors show that the hub is offline. Try to fix the other hubs. That should power up the emergency bay. I'll try to get back to you as soon as... Damn! I'll get back to you when I'm finished with this maneuver. Right? Good luck, mate. Echo out. Right? Echo out. Ja, wir sollen jetzt irgendwas reparieren auf jeden Fall wieder. Das ist aber die Station, von der wir gerade gekommen sind. Sieht echt cool aus. Aber ich denke mal, wir müssen da irgendwo... Boah. So, da sieht das schon mal so aus, dass da hinten irgendwas ist. Das peilen wir mal an. Hoffentlich geht uns der Treibstoff nicht aus. War vom Feeling her schon echt cool. Okay, wir sollen die ganzen Knotenpunkte, die wir eben gesehen haben am Anfang, sollen wir alle wieder reparieren. Und dann wird irgendwie die Notfallkapsel oder was aktiv. Oder Station. Geht das auch schneller hier? Wenn man jetzt noch so einen Schnorchel hätte, wo man Sauerstoff drüber kriegt, dann wäre die Illusion komplett, sag ich mal. So, da ist wieder irgendein Sauerstofftank oder Treibstofftank. Oh. Ja, nehmen wir uns mit. Boah, ich muss mal ein bisschen. So. Ich guck die ganze Zeit hier hoch. Wow, komm, komm, komm. Gar nicht so einfach. Kommunikationsrelais. Hier sehen wir nochmal den Knotenstatus. Alles kaputt. Da ist eine Konsole.
geht da bestimmt was auf jetzt, oder? Scanning environment. Communication relay. Status update. Communication offline. Ja, habe ich mir gedacht. Okay, wir müssen hier zur Konsole. Boah. New module acquired. Okay, jetzt kommen wir hier rein. So, mal kurz gucken. Da ist rot, da können wir, wenn wir nicht reinkommen, hier werden wir auch nicht durchkommen. Ansonsten gibt es ja nichts. Kommen wir durch? Nee, ne? Ne, okay. Hier geht's runter. Wow. Okay, fahren wir mal zu der Konsole, gucken wir mal, was das ist. Aber ich muss mich drehen, sonst übergebe ich mich hier gleich. Zurücksetzen, Reboot machen wir mal. In progress. Im Gange. Okay. Da kommen wir jetzt durch. Reboot complete. Oh. Okay. Also es ist zeitbegrenzt, wir müssen uns beeilen. Hoffentlich geht uns hier der Sauerstoff nicht aus. So, probieren wir das jetzt nochmal. Mal ganz kurz schauen, von wo wir aus das Ding hier andrücken können, hier aktivieren können. Kann man das von hier aus machen? So, warte. Ne, ne, sind wir zu weit weg. 3 Meter ist zu weit, okay. Jetzt können wir, okay? Ne, hat nicht aktiviert, Mann. Reboot in progress. Yes. Go, 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 go! Oh, komm, 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 komm! Nochmal Gas, nochmal Gas, komm, komm, komm! Wow, Reboot durch, complete. Okay. Da ist noch irgendwas. Sauerstoff, aber Sauerstoff haben wir noch genug, ne? Okay, ne, Sauerstoff haben wir noch genug. Treibstoff könnten wir gebrauchen. Auch vom die ganze Zeit hochgucken geht im Nacken. Definitiv. Okay, wir müssen wahrscheinlich hier irgendwo hoch. Ist irgendein Kraftfeld oder so? Können wir uns jetzt mal angucken. Drehen uns mal wieder gerade. Wow. Okay, hier ist ein Monitor. Gucken wir mal, was das ist. Druckemitter, Achtung, hohe Zugkräfte. Warning, high velocity particle stream ahead. Gehen wir jetzt kaputt? Okay, da drückt uns runter. Kann man hier irgendwas machen? Nein. Was ist oben denn? Boah, sieht schon cool aus. Ich versuche mal dagegen anzukommen. Und wir kommen langsam hoch. Da ist auch irgendeine Schleuse, wo wir durchkommen. Wow. Kommunikation offline. Okay. Das könnte Treibstoff sein, oder? Ja, cool. Dann haben wir da wieder genug von. Wollen uns keine Sorgen mehr machen. Da ist auch eine Konsole. Und los. Energie. Status update. Communication relay. Communication online. Reactor chamber. Power offline. Power relay. Transmitters offline. Power inverter. Inverter offline. Also wir haben jetzt Kommunikationsrelay repariert. Hier können wir auch wieder raus. Scheinbar. Ja, okay, wir haben wenigstens eine Sache repariert. Ist doch schon mal was. Ich würde sagen, gucken wir uns noch eine Sache an. Und ich glaube, dann muss ich auch erstmal aufhören, weil es ist echt anstrengend. Wollen wir uns die Röhre da hinten mal angucken? Ich weiß nicht, wo wir als nächstes hin sollen. Da ist ja auch noch was. Komm, gucken wir uns das mal an. Aber echt cooles Feeling. Sehr cool gemacht. Da ist auch wieder Treibstoff da hinten. Aber da haben wir noch genug von.
Hell yeah! I can see on my sensors that you fixed the communication relay. Yeah, I fix it! Wait. Alright, rendezvous, coordinates sent to the emergency bay. You owe me a... Damn. I got pirates on my tail. Echo out! Also, ich jetzt nicht so aus, dass ich da reinkomme, ne? Schauen wir uns nochmal an. Blendet so schön. Aber es sieht nicht gut aus, dass wir da irgendwie eine Chance haben, reinzukommen. Gehen wir da nochmal von der Seite ein bisschen gucken, aber... Ne, okay. Jetzt haben wir Orientierung verloren. Das passiert bestimmt schnell im Weltall. Okay, sollen wir da mal durchfliegen? Was dann passiert? Wir haben bestimmt weggeschossen, oder? Wow! Und wie? Wir müssen da hin, wahrscheinlich. Wir gucken uns da dabei erstmal an. Da ist noch. Treibstoff. Ne, Treibstoff braucht man nicht. Wir brauchen Sauerstoff. Unbedingt. Okay, da wäre die nächste Station. Sehr unübersichtlich hier, aber. Wir gehen mal dahin. Oh. Ich muss mal gucken, wo ich gerade hier bin. Oh, ich bin komplett weg. Wow. Suit damaged. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Okay. Hier war da gerade irgendwo eine Tür, oder? Versuch nochmal dahin zu kommen. Auf der Seite war die Tür. Warum sind die Dinger so weit auseinander alle? Da, und da ist auch Sauerstoff. Sehr gut. Ich sehe jetzt erst auch so feine Risse in dem Helm. Seht ihr das auch? Oh, ist nicht so gut. Mal gucken, ob man das auch irgendwie reparieren kann. So. Reaktorkammer. Gehen wir zur Reaktorkammer. Puh. Sollen Sie mal richtig drehen hier? Scanning environment. Reactor chamber. Status update. Power offline. Okay. Schildmodul. Shield module active. Gucken wir uns da mal an, was da ist. Achtung. Boah, ich finde das echt anstrengend für den Nacken. Oh, da ist eine Konsole. Reactor activated. Reactor chamber breach. Reactor meltdown. Emergency cooling activated. Okay. Status update. Reactor chamber. Power online. Entladen. Power relay. Transmitters offline. Power inverter. Inverter offline. Wow. Also das ist glaube ich nicht so gut, wenn wir da lang, aber ich vermute, wir müssen da lang. Das überleben wir aber nicht.
nicht. Stand gerade, setzen Sie Präventivmaßnahmen ein, aber welche? Gucken wir mal, ob wir noch woanders hin können? Nö, wir sind jetzt wirklich abgeschottet. Ist ja blöd. Geht's hier noch weiter oder ist hier nur... Wir drehen uns mal kurz. Wow. Das ist echt gewöhnungsbedürftig, das Ganze. Ja. Sagen wir versuchen mal, aber werden wir wahrscheinlich nicht durchkommen, oder? Sie sind gestorben, ja, das war ganz klar. Chamber. Status update. Power offline. Okay, wir sind wieder da. Jetzt schauen wir mal. Shield module active. Ist hier irgendeine andere Möglichkeit, was zu machen? Nichts mehr machen, ne? Ja, probieren wir noch mal. Wow. Hat die Kurve nicht genommen. Reactor activated. Reactor chamber breach. Reactor meltdown. Emergency cooling activated. Status update. Reactor chamber. Power online. Communication relay. Communication online. Power relay. Transmitters offline. Power inverter. Ich kann ihn jetzt auch hier nicht mehr abschalten, oder was? Nee. Spiegelungen sehen da hinten cool aus an der Wand. Achtung, Entladung. Setzen Sie Präventivmaßnahmen ein. Boah, ja. Da ist ja auch nichts. Ein bisschen ideenlos gerade. Die hören ja auch nicht auf irgendwann mal. Die gehen ja die ganze Zeit. Boah. Ich erkenne jetzt auch kein Muster, dass wir da irgendwie durch könnten. Das war klar. Chamber. Status update. Power offline. Also ich habe keine Idee, was man da machen könnte. Shield module active. Man kann auch nicht hoch oder runter, also man kann nur da lang. Kann man da vorher rein? Es war vorher rot, oder? Checken wir jetzt mal. Ja, okay. Ja, Leute, ich glaube, ich muss hier aufhören, weil ich nicht weiterkomme. Reactor activated. Reactor chamber breach. Reactor meltdown. Emergency cooling activated. Status update. Reactor chamber. Power online. Communication relay. Communication online. Power relay. Transmitters offline. Power inverter.
Inverter offline. Ja, was kann... Treibstoff nützt uns nichts. Das ist Präventivmaßnahme. Das ist auch noch rot, da können wir auch nicht lang. Status Update. Power offline. Ja, Leute, ich würde sagen, wir hören jetzt hier erstmal auf. Ich brauche definitiv eine Pause. Also es geht schon ganz schön in den Kopf. Magen ist jetzt noch in Ordnung, aber ich komme jetzt auch hier nicht weiter. Ich habe jetzt auch keine Idee. Wenn ihr eine Idee habt, wie das funktionieren könnte, schreibt es einfach unter die Kommentare. Ja, ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Wenn ja, Daumen raus und ein Abo wäre nice. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao.